heute in Bochum bei den Redmond Integrators. Mein Interviewpartner heute ist Marc Hölscher. Marc, vielleicht stellst du dich einfach mal vor und auch dein Unternehmen. Ja, ich bin bei den Redmond Integrators beschäftigt. Wir sind ein SharePoint-Partner hier aus Bochum und hundertprozentig spezialisiert auf SharePoint. Mhm. Seit anderthalb Jahren haben wir die Marke Redmond Online Services gebildet, um eben Hosting und speziell auch Cloud Computing, wie das Microsoft Office 365 ja auch ist, eben zu vermarkten und unsere Angebote darauf eben zu platzieren. Also ihr wart schon dabei, als es noch das BPOS ist, SharePoint Online Services auf dem SharePoint Server 2007. Das war noch nicht so spannend. Wo siehst du jetzt den großen Unterschied zu Office 365, was ja hoffentlich Ende Juni kommt? Also der Unterschied ist ganz klar, dass wir im Moment mehr, also beim BPOS in SharePoint Online, mehr so ein WSS 3.0, also mehr so eine abgespeckte Variante des SharePoint Server 2007 haben. Also noch nicht so wirklich für größere Unternehmen eben tauglich, ja, für kleinere Anwendungen durchaus. Jetzt mit Office 365 haben wir in SharePoint Online einen Riesensprung im Vergleich zu dem lokalen SharePoint Server 2010, würde ich das mit über 90% Funktionsumfang eigentlich einschätzen, also knapp über 90%, sodass man eben schon recht viel eben auch im Enterprise-Bereich eben mit SharePoint Online unter Office 365 machen kann. SharePoint ist ja einmal klar, viele haben den Begriff schon gehört, aber was ist die Plattform eigentlich? Wo siehst du eigentlich die Stärken von SharePoint? Also es ist erstmal eine Kollaborationsplattform. Es geht also darum, dass ich webbasiert über meinen Browser in eine Umgebung komme, in der ich eben super Verwaltungsaufgaben erledigen kann. Also es ist eine Technologie, mehr so ein fertiger Baustein oder mehrere Bausteine, die ich da drin enthalten habe, die eben schon komplett vernetzt ist mit zum Beispiel dem Windows Explorer oder dem Microsoft Office System, also Outlook, Excel, Access. Ich habe da also Verbindungen zu diesen Anwendungen schon da, und darauf basierend lassen sich halt super Anwendungen entwickeln, die nicht nur diese Bausteine super in Kombination eben zu einer Lösung zusammenbringen, sondern sich auch ergänzen lassen. Man kann also Weiterentwicklungen machen. Jetzt im Bereich SharePoint Online zum Beispiel über die Sandbox Solutions. Ich kann Workflows reinbringen, um Prozessautomatisierung zu betreiben, etc. Wenn ich jetzt erstmal starten möchte mit SharePoint, also ich buche mir so ein Abo und SharePoint finde ich jetzt auch ganz spannend. Was empfiehlst du den Kunden, wie die so vorgehen können? Also wichtig bei SharePoint-Projekten ist generell erstmal, dass man eine gute Planung hat, weil es ist natürlich so, dass man Bausteine da drin hat, man kann die aktivieren, zum Beispiel so eine Kontaktliste ist da schon drin, die kann ich auch mit Outlook verbinden, ist toll, aber am Ende suche ich ja eine Problemlösung mit diesem System, und meistens ist es so, dass man sehr schnell anfängt, so wie in Access-Datenbanken, sich so Insellösungen zu schaffen. Das kann man natürlich mit SharePoint auch wunderbar machen. Die sind dann am Ende aber wenig akzeptiert und führen nach unserer Erfahrung nach ein, zwei Jahren spätestens zur Abschaltung. Das heißt, es ist nichts, was wirklich von Dauer wäre und für das Unternehmen nachhaltig wäre. Von daher ist es eben ganz wichtig, dass man von Anfang an eine Planungsphase hat, wo man sich auch einfach mal beraten lässt. Das machen wir auch gerne. Einfach mal zu gucken, wie ist überhaupt der Bedarf im Unternehmen, welche Abteilungen müssen miteinander überhaupt kollaborieren, also zusammenarbeiten im Team, und was müssen wir tatsächlich da umsetzen. Und wenn der Kunde dann am Ende sagt, hey, das sind alles SharePoint-Standards, die wir da nutzen können, da kann er ja immer noch entscheiden, ob er es selber umsetzen will oder ob er nicht besser auf unser Know-how setzt, auf die Umsetzung plus eben die Ergänzung, die wir anbieten können, um das tatsächlich umsetzen zu lassen. Aber sowas könnte man auch schrittweise gehen, wenn ich dich jetzt richtig verstehe. Also man könnte ein Ziel erarbeiten für vielleicht in 2 Jahren, dahin will ich kommen in 2 Jahren, und könnte dann Schritt für Schritt das einführen und dann auch Mitarbeiter immer mit reinnehmen, dass sie dann, bis man eben zu diesen 2 Jahren, in diesen 2 Jahren zusammen Ziel kommt. Ja, 2 Jahre finde ich jetzt ein bisschen hochgegriffen. Also erstmal, was uns ja ganz klar einen Vorteil bringt bei SharePoint Online, ist, die Technologie ist da, die Infrastruktur muss ich mir nicht aufbauen, ich muss mir keine Gedanken darüber machen, wie
ausfallsicher ist das, wie hochverfügbar ist das, was sind das für Sicherheitsmaßnahmen, die ich ergreifen muss, um auch beispielsweise mit externen, also mit Partnern oder Kunden auf dieser Plattform zu arbeiten und mich auszutauschen, Dokumente auszutauschen. Das muss ich alles nicht mehr machen, sondern ich kann wirklich mich darauf konzentrieren, was ich umsetzen möchte im Unternehmen. Da hat das Unternehmen oder die Mitarbeiter des Unternehmens haben schon gewisse Vorstellungen natürlich. Die suchen ja nicht irgendwie nach SharePoint in der Regel, sondern die suchen zum Beispiel nach einer Kontaktverwaltung, sage ich jetzt mal. Und gehen dann damit auf die Suche und stellen dann fest, dass SharePoint sich eigentlich super für Verwaltungsaufgaben solcher Art eben eignet und überlegen dann in diese Richtung wirklich mehrere Einzelanwendungen, die sie vielleicht auch vorher mit Access oder Ähnlichem gemacht haben, eben abzulösen. Mhm. Ja. Und klar, man würde erstmal hergehen, würde mit kleineren Piloten vielleicht anfangen, um quasi mit mehreren Abteilungen erstmal das Ganze eben anzugehen, um das dann später auszurollen fürs gesamte Unternehmen, wenn man es einfach mal für größere Unternehmen spricht. Aber generell ist es natürlich so, dass ich ja klar auch innerhalb von einem Jahr zum Beispiel zu einer guten Lösung kommen kann, nicht nur 2 Jahre unbedingt brauche. Okay. Ja. SharePoint ist es für uns ja eigentlich nicht nur eine Sache für große Unternehmen. Wo siehst du denn auch die Möglichkeiten, warum ist es auch für kleine Unternehmen letztlich interessant? Na klar, auch die haben natürlich etliche Bedürfnisse, was Verwaltungsaufgaben angeht, angefangen von einfachen Projekten, die auch umsetzen müssen, die sie auch irgendwo verwalten müssen. Nimmt man ein Projekt, ist vielleicht ein bisschen zu kompliziert für manche. Was ist mit einem Intranet, wie löse ich das? Nehme ich da jetzt irgendwie so ein Third-Party-Tool, irgendwie so eine freie Software und bastel mir das zurecht? Dann ist das auch wieder zu komplex, dann können das wieder nur wenige pflegen. Also es gibt schon viele Ansätze, auch für Kleinunternehmen einfach da reinzugehen. Angefangen vielleicht von einer kleinen Webseite, die ich mir aufbauen will, wo ich gar nicht überhaupt ein Wissen darüber habe, wie baue ich jetzt eine HTML-Seite vernünftig auf, wie platziere ich da alles, wie mache ich das mit der Farbskalierung und so weiter. Für die ist natürlich SharePoint Online jetzt interessant, weil es da auch für Kleinunternehmen Angebote gibt, wo so eine Webseite zum Beispiel schon enthalten ist. Mhm. Ja. Jetzt seid ihr auch einen ganz innovativen Schritt gegangen mit euren Leistungen. Ihr habt euch überlegt, dass es für Unternehmen ja auch interessant sein kann, fertige Lösungen zu kaufen. Und was bietet ihr da an? Also wir haben unter BPOS schon angefangen, so erste Schritte zu machen, einfach aus unserer Projekterfahrung heraus eben Elemente genommen, die wir schon vorher in Projekten auch eingesetzt haben und haben die halt umgesetzt zu mehreren Lösungen. Wir haben jetzt im zweiten Schritt für Office 365 aufgrund des großen Funktionsumfangs von SharePoint Online jetzt halt einen riesen Schritt nochmal da getan. Insgesamt haben wir jetzt 4 Lösungen, die wir für SharePoint Online anbieten, für Office 365, angefangen von der Kontaktverwaltung, mit Verkaufschancenmanagement und der Möglichkeit eben da auch integriert mit dem Office-System zu arbeiten. Wir haben als zweites eben eine Projektverwaltung, Multiprojektsystem, wo man einfach mehrere Projekte mit Ressourcen und den Kosten, Budgets und so weiter verwalten kann. Das dritte wäre jetzt einfach das klassische Intranet, wo ich einfach jetzt nicht so eine nackte SharePoint-Seite habe, sondern schon einen Besprechungsbereich, wo ich mich wiederkehrend eben organisieren kann, wo ich einfach einen Urlaubsworkflow schon drin habe, wo ich vielleicht auch meine Verträge drin verwalte. Das ist so die dritte Lösung. Die vierte ist so ein Helpdesk-Ticketsystem, wo ich einfach eine Supportanfrage per E-Mail, per Telefon an so ein Team starten kann, zentrales Team starten kann, die sich dann innerhalb dieses Ticketsystems organisieren und dem Initiator dieses Tickets halt immer wieder gerne Nachrichten per E-Mail zukommen lassen können, sodass ich dann am Ende als Kunde immer gut informiert bin, was ist jetzt mit meinem Problemfall, was ist daraus geworden. Und aufgrund dieser Standardisierung, die wir da haben, haben wir gesagt, okay, wir bieten halt diese Lösung jetzt für SharePoint Online für 950 Euro an, plus 500 Euro Einrichtung. Also ein recht guter Preis, einfach um mit einer fertigen Lösung, mit einem fertigen Funktionsumfang zu starten. Wenn das, was darin enthalten ist, dann für die Kunden nicht ausreicht, kann man durchaus eine Ergänzung vornehmen und das einfach weiter ausbauen. Also das ist schon eine fertige Grundlage, um vielleicht auch andere Sachen damit noch anzupassen.
Wie ist das lizenzrechtlich? Ist das ein einmaliger Preis oder muss ich dann für die Benutzer nochmal was bezahlen? Für die Benutzer muss ich nichts extra bezahlen. Es ist also ein einmaliger Preis, den ich pro Site Collection zahle. Mhm. Das heißt, der Kunde hat zum Beispiel im Small Business Bereich, im kleinen Kundenbereich hat er bei SharePoint Online sowieso nur eine Site Collection. Für die Großkunden oder größeren Kunden es ist einfach so, die können mehrere Site Collections anlegen und dann muss man sich einfach irgendwie gucken, sich in einer Site Collection dann so einen Bereich reinzusetzen. Also ich habe es mir selber angeschaut, du hast es mir ja gezeigt. Ich finde das eine wunderschöne Lösung, die auch gut bedienbar ist, also auch gut verständlich ist für die Kunden. Und das zu einem festen Preis finde ich natürlich noch am besten, dass man weiß, was auf zukommt. Wir werden das so machen, dass wir in den Shownotes eure Seiten verbinden werden, dass die Kunden da drauf schauen können, was ihr denn da so macht und sich selber ein Bild machen können. Ich möchte mich heute ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Immer wieder gerne. Und dann verabschieden wir uns auch einfach. Ja. Dann tschüss.